Mein Name ist Christoph Bundner. Ich bin seit 1998 bei der OBT, also 23 Jahre. Ich habe hier schon einiges miterlebt, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Meine aktuelle Funktion ist, ich bin Leiter vom Fachbereich Treuhand Unternehmensberatung. Neben der Führungsfunktion bin ich auch Unternehmensberater. Mein Hauptthema ist Nachfolgeregelungen, Begleitungen im Übergangsprozess, sei das in der Familie, sind das mit externen Käufern oder mit Mitarbeitern, alle die Formen von Firmenübergängen, die ich begleite, seit 20 Jahren hier bei der OBT. Ja, also es ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat und auch jetzt noch eine herausragende Eigenschaft finde für die Firma OBT, ist der Umgang miteinander. Also ich finde, wir haben einen sehr wertschätzenden Umgang. Wir kennen dann auch die eigentliche Hierarchie nicht. Wir haben natürlich eine Organisationsform, wir haben einen Chef. Oder wir haben Chefen, aber wir leben das, wie wir es sehen, sehr, sehr gut im Umgang, dass wir immer Zugang haben zueinander. Es kann bei uns jeder, auch zum Thomas Züger, zum CEO, kann zu mir kommen. Wir kennen da dann auch nicht die strenge Hierarchie. Also das finde ich von Anfang an mir imponiert und das leben wir auch stark und das gefällt mir sehr gut. Mitarbeiter, die etwas unternehmen wollen, wollen wir helfen, wollen wir schauen, dass wir die Initiative können, zum Erfolg bringen. Also man kann viel man hat viel Gestaltungsfreiheit, man kann viel anreissen und umsetzen. Und das, seit ich da war, seit 1998, hat das so funktioniert. Und ich finde das extrem spannend, dass man ja, die Initiativen und aktiv sind, da etwas bewegen können. Gegengewicht, das starke Gewicht ist auch die Familie bei mir. Mit meiner Frau zusammen haben wir 5 Kinder. Die fordern uns auch, oder haben uns vor allem gefordert. Sind drei sind jetzt schon im Erwachsenenalter, sie wohnen noch aber daheim zum Teil und dann haben wir 2 Kinder, die in der Primarschule sind oder anfangs Oberstufe. Also wir sind voll eingebunden ins Familienleben. Das ist auch da mein Hauptausgleich. Und dann schaue ich wirklich, dass ich Sport treiben tue. Joggen, mit Tennis spielen, Skifahren, Velofahren, also wirklich relativ polysportiv. Und schaue wirklich, dass ich fit bleibe und auch so ein bisschen den Ausgleich zum Berufsalltag so finden tue, oder? Die Weiterbildungsinstitutionen hier am Platz St. Gallen, sei es jetzt HSG oder sei es auch Fachhochschule, der ist für uns sicher da. Der löst uns allein nicht das Problem, oder? Aber den direkten Kontakt, Nähe haben, hilft. Ich würde noch sagen, fast mehr zur Fachhochschule. Vom Typ her, vom Ausbildungsprogramm her, Ausbildungsprofil her, ist die Fachhochschule für uns sehr interessant. Finde ich auch wichtig von der Entwicklung von unserem Berufsbild generell, vom Treuhänder, wie sich das Berufsbild entwickelt tut. Ich denke, die Kombination von der Fachexpertise mit so allgemeinen betriebswirtschaftlichen Weiterbildungen finde ich sehr wichtig. Also die Kombination macht uns, oder ist der Anspruch auch für die Zukunft, dass wir mehr auch mit dem Unternehmer diskutieren können, noch vermehrt auf Augenhöhe mit ihm diskutieren können, über seine unternehmerischen Herausforderungen. Nicht nur im Finanzbereich, sondern auch generell zu vielen weiteren anspruchsvollen Fragestellungen, die er hat. Oder? Also zum Schluss würde ich sagen, ja, also ich finde nach 23 Jahren unsere Firma immer noch eine wirklich coole Firma. Oder? Ich habe Freude, wie sie sich entwickelt hat. Und ich hoffe, auch unsere Leute haben Freude an unserer Firma. Und wünsche mir, ja, dass wir weiterhin viel Erfolg haben mit der OBT.